herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Herrn Racex. Moin. Ey, mach mal den Regen aus. Ja, scheiß, falscher Gang drin, ey. Immer das gleiche. Gib mal Gas. Ach, egal. Hat irgendeiner die Schläuche wieder abgemacht? Sollst du aber auch abmachen. Ist nicht so gut, wenn die ganze Zeit dran sind. Wir machen noch ein paar Stämme klein und dann fahren wir die zum Sägewerk. Oder hast du keinen Bock mehr? Jo, warte, ich guck mal, was die Felder sagen. Deine Felder können sprechen? Hä, deine nicht? Nö. Ja. Komisch. Komisch, wa? Hey, da können wir noch ein bisschen was machen. Regnet ja eh. Volker Wauna, hallo? Hallo, der Volker, Diesel hier. Ja. Ja, jetzt. Ja, ich wollte nachfragen, wann meine Prüfung ist. Also, wir hatten gesagt, du kommst auf mich zu. Heute. Ja, darum ja. Ich fahre jetzt gerade noch eben meinen Tiefenlockerer verkaufen und dann würde ich vorbeikommen. Dann treffen wir uns beim Jürgen. Ist okay. Weil ich brauche ja wieder einen LKW. Alles gut. Gut, dann bis später. Bis später. Tschö. Tschö. Oh, Jürgen. Jo. Der Diesel kommt gleich vorbei wegen der LKW-Prüfung. Ja. Könnte ich da wieder von dir ein Auto haben? Den Unimog vielleicht wieder? Ja. Das wäre supi. Der fährt gerade irgendwie einen Tiefenlocker verkaufen und dann kommt er. Jo. Wie geht denn das Ding hier? Ich finde den Knopf nicht, damit es wieder gerade ist. Oder beide Knöpfe drücken irgendwie. Nö. Alter, es regnet und regnet und regnet, ey. Keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal. Wo geht das? So. 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 Hä? Warte mal, ich guck mal ins Handbuch. Es drehen. Der mittlere Knopf ist es. Und warte mal, Schnittlänge, was hat man gehabt? 12 Meter, glaube ich, gell? Jo. Ah, Handbuch weg damit. Okay.
Ups. Mal wieder zurechtfinden hier. Wie laufen sonst so die Geschäfte bei dir? Ja, nur Dieselverkauf eigentlich. Okay. Bauhof lohnt sich gar nicht, da kommt gar nichts rein. Nein. Ja. Bin tatsächlich am überlegen, den zuzumachen, weil da einfach nichts reinkommt. Und dann? Ja, das ist totes Kapital, ne? Ja, ja schon, aber was machst du dann? Ja, Landwirtschaft halt weiter. Ah, okay. Ja. Produktion? Würde ich gerne ein paar kaufen, nur die ich im Ausschau habe, die brauchen Nebenprodukte und die müssen erst gekauft werden. Was fehlt denn? Gewächshaus. Ah, okay. Ah, ich könnte dir auch Bretterpaletten und so Zeug anbieten. Bretterpaletten, Leerpaletten habe ich einiges auf Vorrat. Ah, ich müsste. Also, wenn die Gewächshäuser oben gekauft sind, dann bin ich tatsächlich am Überlegen, mir eine Produktion zu kaufen. Zwei Stück sogar. Ach, du wartest, bis die jemand hat? Ja. Gewächshaus möchte ich nicht wirklich. Ich möchte mir nämlich die Raske holen und das Gemüsehaus. Ja, okay. Ich dachte, du wolltest die Gewächshäuser erst. Nee, nee. Ich glaube, wir müssen gleich los zu dir. Oder du bleibst hier, wie du willst. Naja, dann fahr ich auch mit rüber. Kannst du mitfahren? Als Prüfer. Kannst du, ging die Tür demnächst eigentlich beim Unimog? Was nochmal? Beifahrer. Ob die Beifahrertür beim Unimog ging beim letzten Mal? Ja, ja, ja. Na gut. Weil das Schloss war mal kaputt. Was so? Nö, nö, hat alles funktioniert. Aber ich muss ja auch noch die Baumstümpfe entfernen, ne? Ja. Weil ich hab den Ding habe ich noch, den Mulcher. Soll man den rüberfahren? Jo, ich stell grad ab. Willst du mit dem Johnny mitfahren, oder? Ja, ich fahr mit dem Eicher rüber. Okay. Ups. Gut, dann fahren wir mal rüber. Hoffen wir mal, dass der Diesel pünktlich ist. Und dann schauen wir mal. Oh, jetzt kriegt er den ganzen Regen ab, ne?
Dann bin ich vorbei, ja. Gut, jo, letzte Woche kamen keine Folgen, weil ich einfach nicht fähig war aufzunehmen. Ich war ein bisschen krank. Deshalb kamen da keine Folgen. Ist halt leider zum Glück nicht so oft bei mir der Fall. Aber letzte Woche war es halt mal so. Und dann geht es wieder richtig los. Was ist denn da los? Ach, die räumen das alte Gelände, glaube ich, habe ich irgendwie mitgekriegt. So. Bin mal gespannt, wie der sich heute anstellt beim bei der Prüfung. Waren die denn hier? Warum sind die hier einfach draufgefahren? Muss ich gleich mal dem Jürgen sagen. Perfekt. Du? Ja. Jo. Die Polente war hier gerade. Mit zwei Fahrzeugen sind die hier rausgefahren. Aber was waren die denn wieder? Keine Ahnung, ich habe sie nur gesehen. Sollen sie schleichen? Die haben schon wieder Tor wahrscheinlich aufgebrochen. Könnte ich. Ist ein Ticker, ey. Ah, da kommt der Diesel auch gerade. Das wird jetzt hier direkt zugemacht. Die sind mit beiden Autos, sind sie mit dem grünen und mit dem blauen, die da drüben stehen. Ja, genau. Die sollen sie schleichen. Ich will die nicht hier haben. Ja, wer will die schon? Eigentlich mag ich sie ja, aber. Ah, Moment, Telefon, glaube ich. Holger Varuna, hallo. Hallo. Du mal eine kurze Frage, wo willst du das Wasser hinhaben? Karton. Also, wenn du reinfährst, direkt zum Ausgang hin, der Anlieferungspunkt. Nicht? Das war da, wo ich so viel balancieren muss, oder? Ja, wenn du reinfährst, da liegen ein Haufen Karton. War in der Nähe vom Röll 6, oder? Ja, genau. Gut, ich hole mir den LKW. So, vielen Dank. Du bist schon längst unterwegs. Ja, bin ich auch, aber ich war erst, hab gerade Zwischenstopp gemacht bei mir im Händler. Ja. Musste ich machen, weil da Kunde war. Okay, gut. Jo, ciao. Ciao. Für die Reparatur. So, jetzt. Passt schon. Passt schon? Passt, alles gut. Aber brauch ich nicht bezahlen. Ja, ja. Okay. Oder Moment mal, steht der, haben wir den LKW haben wir doch auch noch. Der LKW, der sollte ja auf dem Schrottplatz. Moment, kommen Sie mal kurz mit. Gerne doch. Gucken. Ah, das waren zwei Fliegel, ne? Ja, einmal der Tieflader und einmal der Kipper. So dunkel hier. Steht alles noch hier hinten. Der JD ist fertig. Der ja. Tieflader ist fertig und der Kipper, der muss noch einen neuen Stützfuß bekommen, wie Sie Oha. Sehen. Der ist noch nicht ganz. Der ist abgebrochen. Der ist noch nicht angekommen. Oha. Der müsste morgen, glaube ich, kommt der. Okay. Dann baue ich den direkt ein. Und was war jetzt hier bei dem? Ja, der ist ja oben komplett
Die wollen sie ja nicht mehr. Nee, das würde sich, weil das würde, ja, weil das würde sich ja nicht lohnen, jetzt für so ein altes Modell nochmal so eine Kabine rauszusuchen, dass man die da draufsetzen kann. Ja, genau, für die Anhänger und den Johnny bekomme ich 5000. 5000 kriegst du direkt sofort. Ja. So, liebe Leute, dann machen wir auch schon wieder Schluss für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt, wie die Fahrprüfung vom Vin Diesel abläuft, dann schaut gerne morgen wieder rein, um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.